Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 und dem Beagle. Sodele. Die Aussicht ist fantastisch. Tolles Panorama. Die Aussicht ist fantastisch, muss ich einfach so sagen. Das ist gar nicht gefährlich oder so. Nee, warte mal, was? Was? Wo muss ich denn hin? Nate? Nee, das geht nicht. Oh. Das ist natürlich gut. Ach, guck mal einer an. Nee, irgendwie jetzt nicht so. Da weiß ich echt nicht. Ach. Soll mir das sagen, dass ich... Ah, warte mal, geht das hier unten auch? Nate? Also, wir können nicht hier hängen bleiben, Nate. Sag mal, habe ich irgendwas übersehen hier? Wenn die Zeiger eine Linie bilden, komme ich rüber. Danke, Nate, danke. Aber wie? Ich gehe noch mal rein, das hat irgendwie... So, kann ich hier irgendwas dran machen? Nee, ich kann hier gar nichts machen. Na bitte. Hey, ich drehe die Zeit zurück, nicht schlecht. Lass los, Nate. Aber wenn das nicht Zeiger genug ist... Ja gut, kann ich ja nicht wissen. Oh! Wir machen wie immer alles kaputt. Das ist so Classic Nate. Nate kann gar nicht anders als kaputt machen. Kann er nicht. Aber wenigstens haben wir beim Kaputtmachen eine wunderschöne Aussicht. Kann auch nicht jeder... Nate, bevor du kamst, hat dieses Gebäude wunderbar standgehalten. Und dann kamst du. Oh. Oh, ist das hier schick. So, da wären wir. Das ist schick hier. Alles schick hier. Tut mir leid, Täublis. Ich dachte eigentlich, ich werde mit einem Schatz oder so belohnt. Oh, ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Es, Nate, übertreib man nicht. Dein Bruder ist 20 Jahre ohne dich zurechtgekommen, ohne es okay, böse zu meinen. Okay, geschafft. Das wird richtig laut. Ja. Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Ja, ist der Griff. Dann muss ich sie wohl selbst läuten. Mach mal. Ah! Okay, los geht's. Mach mal. Oh Gott. Oh Gott, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Was mache ich denn jetzt? Ja. Oh Gott. Nein. Nate nimmt den Expresszug nach unten. Ich muss hoch. Ja. Oh no.
gewesen? Das war der Expresszug nach unten. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? Und Obi-Wan würde jetzt sagen, hello there. Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Okay. Okay. Jupp. Was der alte Mann noch heben kann. Respekt. Seine ganzen Abenteuer haben Sully jung gehalten. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Cool. Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Glaub ich nicht. Sam, endlich. Bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Ich frag mich ja, warum Nate Sam nicht einfach selbst angerufen hat. Weil auch wenn Sully nichts gegen Sam hat, hat Sam ja irgendwas gegen Sully. Die Eifersucht. Ne, Sully? Die Eifersucht. Dabei bist du doch ein Vaterersatz und kein Bruderersatz. Naja. Sully. Oh, ich dachte, er macht jetzt so eine coole Bloodborne-Runde und macht die Tür so geschmeidig auf. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery. Thomas Two. Echte Komplizen. So, schaue ich mich mal hier um. Hier gibt's gar nichts. Gut. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Weiß ich nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich schätze mal, hier wäre irgendwas passiert. Sag mal, Leute, ich muss doch hier irgendwo eine Lösung haben. Kann ich noch mal hier raus oder so? Okay. Mal spielen, wenn ich mal Nate das weiß. Bilde ich mir das jetzt gerade ein oder passiert hier einfach gar nichts? Wow. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Nein, jetzt bin ich schon wieder da drin gefangen. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Mhm. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt Adam hier? Adam Baldridge, Christopher Condon und Annie Bonny. Der sieht aus wie Captain Hook. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Hm.
Ach, guck mal, na. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Sue im anderen Raum. Ah, nach unten. Hey, du hast recht. Wen hatten wir hier? Nach unten zeigen die. Ach, ich warte erstmal, was Nate mir sagt und dann kann ich immer noch aufzeichnen. Das war Adam Blipsbla. Ach ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Das ist wahr. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. Das war einfach. Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Sully hat also... Ach, Sully. Nate hat das jetzt also so dahingelegt. Nee? Ja, doch. Ach so, ja, liegt das halt hier so. Nein, for real? Warum will er die Scheiße nicht dahinlegen? Sag mal, willst du mich verarschen, Nate? Er will mich verarschen, Leute. Er will mich verarschen. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. Was? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Nein. Also die Steuerung ist jetzt gerade ein bisschen kacke. Oh komm, ist okay, leg's einfach irgendwo hin, danke. So, mache ich jetzt. Oh, nicht springen, Nate. Wie war das jetzt nochmal? Voilà. Beagle-Profi. Noch eine Tür. Oder Profi-Beagle? Sucht es euch also, aus. Wer waren diese Typen? Das, das sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Warum hat Nate kein eigenes Handy? So. Coole Symbole. Wir müssen im Grunde auf Sam, glaube ich, jetzt warten. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden William Myers, Richard Wand und ja Joseph Farrell. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar.
Danke. Aber sicher schaffen die das einfach so. Jetzt hängen sie es auch noch wieder dahin. Der sieht ein bisschen aus wie Blackbird. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Nada. Nada. Ja, bei den anderen konnte man das so offensichtlich sehen. Ah, bin ich doof? Ich gucke es hier. Hey, Richard Wand. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Vielleicht haben sie das getan, ja. Okay, was haben wir denn hier? Hey, Sam ruft an. Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Mhm. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Sam hat so viel Leidenschaft für die Piraten. Ach du Scheiße. Ganz im Ernst, daraus hätte er ordentlich was machen können. Naja. Hat die Statue auf Mays Porträt in der Hand. Sein Schiff war die Pearl, also vielleicht eine Perle? Naheliegend. What the actually... Oh, warte mal. Das hätten wir. Das hätten wir. So, jetzt aber noch hier. Hier habe ich es nämlich nicht gefunden. Ich irgendwie... Mir bleibt da nichts anderes, Mensch, Nate. Hä? Nada. Das verstehe ich nicht. Ah, mein Gott, war das jetzt... So. Nein, nein, nicht umblättern, sondern... Ja. Zwei und eins. Ja. Ja, hinlegen. Nee, das geht nicht. Nee, das ist es nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, was das sein soll. Also, warte mal. Nein, nein, das geht nicht. Ich habe einmal eine Linie mit 3. Da oben habe ich welche mit 4 normalen. Das ist es nicht. Da sind 2 dran. Und einer. Nee, 2 und einer doch. 2 und einer.
Ich tendiere dazu. Dass es so ist, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Auch das funktioniert nicht. Das funktioniert. Dann dürfte das hier ein Klack sein, ne? Ah, komm schon. 3 und 1. Wo müsste ein Schuh draus werden? Nein, nein. Okay. Also, das muss ich mir jetzt aber aufschreiben. Der Delfin, der Schwarze, ist nach oben. Ich zeichne das mal das so und das hier so schwarz. Ihr wisst ja, meine Zeichenkünste sind nicht so. Poseidons Zacke ist in die Richtung. Ups. Und das andere sind die Hände nach unten. Und ein Kreis. So. Das machen wir jetzt noch eben. Und dann geht's für euch in der nächsten Folge weiter. Mit dem nicht ganz so rätseligen Rätselspaß. So. Andersrum. So rum. Tada! Okay. Und wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Nate ist sich auch um keine Ausrede verlegen. Um gar keine. England. Tiger. Der Affe, Leute, ist ein Easter Egg. Okay. Und welches Easter Egg da kommt, das verrate ich euch in der nächsten Folge. Hinterlasst mir einen Kommentar. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass man auch so ein bisschen mehr über die ganzen Piraten erfährt. Zumindest die heftigen Piraten aus der Zeit rum. ja. Und nächstes Mal geht's dann weiter. Habt einen wunderschönen Tag. Haut rein!